Jetzt fragen wir Sie, und das löst eine gewaltige Diskussion hier gerade wieder in Deutschland aus, lassen Sie sich ein viertes Mal impfen in diesem Herbst? Corona-Impfen, ja oder nein? Ein Top-Promi dieser Corona-Krise sagt für sich jetzt ganz klar nein zur vierten Impfung. Ja, und zwar er hier, Virologe Hendrik Strick. Und damit stößt er eine ganz neue, große Impfdebatte in Deutschland an. Hendrik Strick, Top-Virologe. Er ist einer der wichtigsten Köpfe der Corona-Krise. Seit fast 2 Jahren Mitglied des Expertenrates der Bundesregierung. Also einer der wichtigsten Berater des Gesundheitsministers. Auch zum Thema Impfen. Hendrik Strick. Jetzt sagt er für sich nein zu einer weiteren vierten Corona-Impfung. Strick zu Bild: Ich werde mich diesen Herbst nicht wieder gegen Corona impfen lassen. Ein Satz, der eine neue Diskussion auslöst. Direkt vor einem möglichen neuen Corona-Herbst. Vierte Impfung? Ja oder nein? Karl Lauterbach. Er hat sich 4-mal impfen lassen. Und empfiehlt diese vierte Impfung längst. Vierte Impfung? Top-Virologe Strick begründet bei Bild, warum er für sich dagegen ist. Weil ich inzwischen 3-mal geimpft wurde und im Sommer 1-mal infiziert war. So der Mediziner von der Uni Bonn. Und weiter erklärt Strick: Eine vierte Impfung wäre für mich aber auch nicht nötig, hätte ich keine Infektion gehabt. Und das auch dann, wenn die Infektionszahlen im Herbst und Winter wieder stark ansteigen sollten. Sein Corona-Schutz reiche, wie für Millionen andere Deutsche, inzwischen völlig aus. Die neue große Impfdiskussion in Deutschland. Vierte Impfung, ja oder nein? Top-Virologe Strick hat für sich die Antwort darauf gefunden. Ein klares Nein.